Hallo und herzlich willkommen im 2 Minuten bevor Sam live geht, Pre-Stream. Da kriegt ihr mal das Chaos mit, warum es bei uns immer so lange dauert. Mensch, Matt, jetzt mach voran! Hallo Rainer! Hallo Matt! Guten Tag! Hallo Sven! Servus! Hallo Sam! Hallo! Matt, gib Gas! Es liegt nur an dir! Es liegt heute ja, nur genau. an dir! Ich dachte, Rainer ist heute dran. Ja, bestimmt. Ui. Ich hab wieder rot, grün, gelb. Ne, ich hab eigentlich nur gelb und rot gerade im Moment. Das ist nicht so ganz so ideal, so allgemein. Ich weiß auch nicht, warum der bis auf 9.500 Kilobit hoch geht. Oh, zwischen gelb und rot gibt's noch orange. Schießt immer so ein bisschen übers Ziel hinaus, aber... Ja, das ist ein bisschen viel jetzt irgendwie. Na egal, schauen wir mal, was nachher am Ende dabei rumkommt. Vielleicht wird es ja nichts zum Uploaden. Einfach mal riskieren hier. Mutig sein. Oh, wir haben jetzt noch nicht die angepasste Luzerne drauf, ne? Also es kann durchaus noch ein bisschen FPS-lastig. Mein Ping geht natürlich total hoch. Ob das von meiner Übertragung dann, dass der das nicht packt, dass die Leitung das nicht packt oder was? Kann schon sein. Man kann es ja testweise ganz kurz ausmachen, wenn du so innerhalb von 20 Sekunden den Stream wieder startest, dann bleibt ja derselbe Stream. Also meine CPU ist jetzt bei 50% Auslastung. Mal eben verdoppelt zu gestern. Also ich hüpfe denn jetzt mal raus und leg mal los, ne? Okay, also wenn es hier nur noch qualmt, weißt du warum? Yep. Stream am Limit. Müssten wir eigentlich die CPU-Temperatur jetzt noch mit anzeigen lassen oder so. Mir wird gerade parallel zu den Farben warm. Irgendwie so, kennt ihr das, wenn man so bei irgendwas, bei was ganz Dummem ertappt wird? Mhm. Dieses Gefühl habe ich gerade, auch die Temperatur dazu. Lass mal unten die Ping-Anzeige mit an, also dann kann ich wenigstens nachgucken, wann es abgekackt ist. Oh, ich habe noch 17 FPS. Läuft, würde ich sagen. Aber es ist halt jetzt auch noch die Luzerne, die nicht geändert ist. Ne? Also da habe ich sowieso 20 FPS weniger gehabt bei der Luzerne. Die haben wir jetzt noch angepasst. Da denke ich mal, wird der gesamte. Wir werden alle mehr FPS haben, wenn die Luzerne weg ist. Ihr habt ja keine Luzerne mehr stehen, oder? Matt. Nö. Und dann haben wir auch keine Gründüngung mehr stehen, also die ganzen Sachen sind dann alle weg, also das könnte durchaus... Was sind heute wieder für Idioten unterwegs? Die ganze Zeit nur durchdrehende Räder, aufheulende Motoren.
Ist heute irgendein besonderer Tag? Wüsste ich jetzt nicht. Also irgendwie so Weltidiotenfahrer oder sowas Tag. Oder guck mal, wie klein mein Penis ist. Ich habe 130 Dezibel im Auto. Dezibel im Auto. Wie sowas. Oder mein Sponsor ist Michelin. Ach, Rainer, du musst dem Sam mal und mir auch ein Erklär-Tutorial machen, how to use your Güllefass mit Manursystem. Was ist denn da dran schwierig? Das war jetzt keine passende Frage. Nein, was funktioniert denn da dran nicht? Ich muss sagen, wie kann ich euch helfen? Alles. Man muss halt nur mit der Technik umgehen können. Ja, ich hab's nicht, also ich hab's nicht bewusst, aber weil Rainer mir auf der Kräuter der Provence France Karte hier, wie hieß die nochmal? Wo wir zusammen drauf gespielt haben. Le Petit, ne, wie hieß die? Nein, so? Die andere. Da hatte Rainer mir ja auch beim Gülle-System geholfen. Und ich sagte, das geht nicht. Und er so, doch, guck. Und dann ging's. Jo, krass. Rainer ist voll der Checker, ey. Voll der Checker. Oh, ho, ho, ho. Ah. Gesundheit. War das? Ein seltsamer Nieser. Ja. Der klang etwas komisch, weil ich mich gerade so komplett um 90 Grad oder noch mehr zur Seite gedreht habe und irgendwie dabei den Luftausstoß komisch verringert habe. Mhm. Dann nicht so niesen konnte, wie ich wollte. Wir haben keine fertige Silage mehr. Was ist denn hier drinnen noch?
Ich muss Schneidwerkholen fahren. Also Stapler steht jetzt einer beim Händler, ne? Doch. Hä? Standen ja, Gabelstapler. Ja, hab ich doch gesagt. Also Gabelstapler so. Steht jetzt einer beim Händler. Weil Matt danach eben fragte. Und und die beiden Paletten, die da stehen, die auf Lohnunternehmer Stade sind, die sind von Fiss, weil der sich die Sämaschine geholt hat und hat das einfach ausgeladen und hat es nicht zum Händler gebracht. Also kannst du, wenn du willst, kannst du das auch wegbringen. Irgendwann so zwischendurch, wenn du das Saatgut wegfährst lassen. Das sind nicht mehr die von Sven, weil der hat ja auch da was abgeladen gehabt. Ne, die habe ich aber geholt eigentlich. Okay, gut. Ja, das sind die von Fiss, aber die sind auf Stade, weil Fiss sich die Sämaschine geliehen hat, sagte ich ja gerade. Ja, deshalb ja. Dachte ich, er kann die auch... Ja, ich fragte nur nochmal, weil ich halt wusste, dass Sven da auch welche abgeladen hatte. Nee, die hat er alle weggeholt, die sind alle weg. Ja. Das weiß ich. Aber die zwei, die da standen, steht halt auch Stade drauf, aber das ist halt von Fiss. Na, das ist ja dieses Problem mit dem von einem eine Maschine holen und dann auf einen kaufen und sowas. Hm. Die Zeit steht noch auf Null. Ja, ich sitze gerade im Fahrersitz. Und der starke Bauer ist an. Ich weiß ja nicht, ob den einer braucht. So, was gebe ich den Schweinen zu futtern? Dann kommt jetzt rüber. Rainer, kannst du die Zeit mal bitte stellen? Das wäre super lieb gerade. Ja, Moment, ich fahre gerade. Ja, dann wenn du richtig. Du steigst. Weil ich bremsen kann, das geht ab. Hatten wir die Zeit auf 3? Mhm. Ja. Du, du, ist er live? Hallo. Guten Tag. Och nö. Also, wir haben heute... Sind Rainer hier? Mahlzeit. Wir haben den Matt hier. Guten Abend. Wir haben den Sven hier. Servus. Und der Seidin ist auch da. Grüezi. Liebe Grüße gehen raus an die Chrilli. Sven, geht der A400 ist ihr drauf. Der steht bei mir auf dem Hof. Weil du gerade meintest, ob der, ich weiß gar nicht, ob der überhaupt drauf ist. Ja, ist er aber. Ist das aber ja nicht die Release-Version. Das ist ja nee, das stimmt. Version, das ist oder? Meine Version, ja. Also falls ihr zufälligerweise mal bei Rainer am Hof vorbeikommt, kann ich dir den Wunsch erfüllen und den zeigen, aber im Großen und Ganzen hätte ich gesagt, guck einfach das Video an, in dem ich denke. Ich meine, ich mache die Videos ja nicht umsonst, ne? Wenn ich da so ein Video mache, hier, hallo, guck, da gibt's was zum Download, ist ja nicht so ganz ohne Grund. Fendmodding möchte wissen, wie das Steak war. Das, was ich gegessen habe davon, sehr, 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 sehr gut. Aber ich habe tatsächlich gestern Abend oder heute Morgen davon nichts mehr gegessen. Ich habe mir das heute mit Pellkartoffeln und Brechbohnen gemacht.
und habe noch was davon übrig für nach diesem Stream dann nochmal. Also sozusagen dann zum dritten Mal aufgewärmt, aber sehr, sehr lecker. Und wieder bis 4 Uhr? Nee, ich glaube nicht, dass wir bis 4 Uhr machen heute. Nee, geht nicht. Ich habe morgen Termin. Also bei dir funktioniert die Map, Leon, wenn die Map nicht funktioniert, ist es allermeist, dass du nicht alle Mods hast. Du musst gucken, da sind die benötigten Mods sind dabei, du musst auch Mais Plus, Mais Plus Voice Extension und Mais Plus CSM Extension, ganz wichtig, dass CSM Extension dabei ist, sonst läuft die Baselschland auch nicht. Alien ist viel lauter als die anderen. Ich war gerade eben näher am Mikrofon. Ich war zufällig, als du gesprochen hast, war ich... So ja, ist meine normale Lautstärke, also eigentlich brauchst du mich nicht leiser machen. Ich passe eigentlich fast jedes Mal, dass ich das wieder hier ein bisschen feintune, weil ja alle jedes Mal wieder ein bisschen anders laut sind, aber ich glaube, ich habe so halbwegs. Bin jetzt etwas halbwegs weiter zurück. Kann man die Gebäude von Rainer downloaden? Nein, kann man nicht, zumindest nicht in diesem LS. So, müssen hier mal ein bisschen was anpassen an diesem Gerät. Haben wir nicht irgendwo Harvester? Doch, wir nehmen jetzt die Harvester-Version. So. Sollte das doch 123 PS Nennleistung? Ich glaube nicht. Hat jemand zufälligerweise eine Ahnung, was der hat an Leistung? Aber gut, das sind Vierzylinder. Wovon Vierzylinder Diesel. Von einem JCB-Teleskoplader. Also, wenn der aus Polen kommt, hat der immer das Doppelte von dem, was du denkst. Also, 55? Ja, dann denke ich mal, also er ist hier mit 107 ist er angegeben. Ja, das kann eigentlich nicht sein, weil das ist ein kleiner Vierzylinder, also ohne Turbo, denke ich mal. So. Wir können auch eine andere Drehmomentkurve hier machen. Ach, bist du wieder am Feintunen? Ja, ich wollte den hier ein bisschen, der fährt sich ein bisschen merkwürdig. So. Gucken. Schleunigt ein bisschen schöner, ja doch, das ist besser. Wir haben glaube ich hier schweinefuttertechnisch ein Problem, kann das sein? Aber heute, ach, wir haben ja schon morgens, wir vielleicht eine Lieferung uns irgendwie kommen lassen müssten. Ja, das muss der Herr Irsinn-Reiner machen, da der heute da ist und der zweite Geschäftsführer im Irsinn-Landhandel nicht da ist. Ja, ich gucke hier gerade mal. Ist so, dass wir im Moment haben wir, glaube ich, im Schweinefuttersilo ist im Moment, glaube ich, der Rest vom Deuka Mineralfutter drin, weil ich das Deuka Mineralfutter hier rausgetan habe, weil ich hier eigentlich die Dings reintun wollte. Die, wie heißt das für die Kühe? Das andere Getreideschrot, genau. Aber jetzt gucke ich gerade mal, haben wir überhaupt noch das normale Deuker Schweinefutter? Haben wir davon noch was? Hast du heute schon was gefüttert, Matt? Ich habe die Kühe nur gemacht. Okay, ja gut, dann gucke ich jetzt gerade mal, ob wir überhaupt noch Schweinefutter haben. Ansonsten müssen wir jetzt hier gleich mal eine Großbestellung loslegen. Was hast du letztens mit dem Kipper geholt? Da ist noch ein bisschen was drauf. Ja, das ist ein Problem. Getreideschrot. Ja, genau. Da bin ich, wollte ich da drüben gucken, wo der Abladetrigger ist. Und ich wollte gucken, wo der Aufladetrigger ist. Und habe auf R gedrückt und dann hat das Getreideschrot, was da drüben auf den Paletten ist, eingeladen. Das kriege ich jetzt aber nicht mehr abgeladen. Müssen wir theoretisch in die Schaufel vom Teleskoplader tun und dann in Futtermischwagen und den Kühen geben, wenn man das nächste Mal Futtermischung macht. So, Deuka Schweinefutter kriegen wir hier noch hin. Okay, gut, also Schweinefutter haben wir noch. Da müssen wir jetzt nur gucken, aber ich glaube, da hinten ist halt, sind glaube ich 8000 Liter Mineralfutter müssten da hinten drin sein, in dem anderen. Das ist natürlich nicht so ideal. Weil da müsste eigentlich das reguläre Schweinefutter rein. Da müsste man das Mineralfutter doch nochmal hier vorne reinkippen. Weil ich wollte eigentlich, mein Plan war eigentlich, dass wir hier vorne dann das Deuka Schweinefutter hier drin haben, in diesem Silo hier und in dem Silo daneben das Deuka Getreideschrott drin haben, weil davon brauchen wir eine größere Menge für den Futtermischer. Und hier hinten in das Silo haben wir dann gedacht, tun wir das normale Schweinefutter rein, also den anderen Komponenten. Und das Deuka Mineralfutter, davon braucht man nicht ganz so viel, das ist ein relativ konzentrierter Zusatz, das dann ins Paletten kaufen.
Weil im Moment haben wir ja das Getreideschrot als Paletten, aber das gibt eigentlich nicht ganz so viel Sinn, weil das ist ja doch eine relativ große Menge. Ich habe die Fütterung nochmal angepasst, ne? Okay. Also du kannst jetzt bei den Kühen auch Mineralfutter die Säcke direkt in den Trog schmeißen und bei den Schweinen auch. Okay. Und bei den Schafen dann kriegen wir das aus dem Anhänger gut los. Dann kann man das aus dem Anhänger direkt in den Trigger. Also Mineralfutter, der Rest, ne? Der da drin ist. Ja, ich habe in... Ach nee, ich sag Getreideschrot. Ach stimmt, da ist Getreideschrot drin, weil ich da drüben drauf geklickt habe. Da ist ja noch gar kein Mineralfutter, da ist ja noch Getreideschrot auf den Paletten. Ja, nee, also wenn die drei Paletten hier leer sind, habe ich gedacht, machen wir das Getreideschrot in die Leuka-Silos rein. Und das Mineralfutter auf Paletten. Habe ich mir sagen lassen, macht mehr Sinn so rum. Achiyun, ja, wenn die Lieferung kommt, dann sehen wir den LKW ja. Dave Toulouse möchte wissen, wie mein PC, ob man wissen darf, wie viel mein PC so grob gekostet hat. Also mein PC ist jetzt 4 Jahre alt. Müssten jetzt 4 Jahre sein. Und er hat damals ziemlich genau, ich meine, 1150 gekostet. So, füttern wir hier mal ein bisschen was. Wenn es denn gehen würde. Ah, jetzt. Ist jetzt ja leider nicht ganz so absolut wahnsinnig realistisch. Aber ich kann halt nicht in einem weiteren Weg hier hinfahren. Wir kippen das jetzt halt so ein bisschen auf den Boden und schaufeln das dann vor uns rein. Ja, so ist das halt. So. Auf die Frage gehe ich halt mal nicht ein. Habe ich mir sagen lassen, ich muss konsequenter sein. Ich schläfe das noch nicht schon. Biertreber-Silage und Rüben-Nassschnitzel-Silage ist im Mischwagen jetzt nicht mehr der gleiche, ist leider. Habe ich einen Fehler gemacht. Also falls ihr das getrennt habt, falls es überhaupt füttert oder so, ne, habe ich im Mischwagen das zwei separate gemacht. Haben wir zumindest nichts hier. Und die Rübenschnitzel. Bitte, Griffin, Servus. Die Rübenschnitzel, also die Rübenschnetzel aus der Schaufel, ne, die du so klein schredderst, kannst du auch bei den Kühen direkt im Trog jetzt auch füttern. Falls du so eine Schaufel gucken wir hast. Mal. Gucken wir mal, was hier drin ist. Ob ich hier korrekt liege, dass hier noch das Mineralfutter drin ist. Deuka Schweinefutter. Aber das Problem ist, dass das alles auf dasselbe Storage zurückgreift, ne? Nee. Moment, 11.000. 11.000 Liter, was? Matt, hast du hier was reingetan? Nein. Irgendwas ist jetzt hier komisch, merkwürdig und so. Hat der Robert dir auch was gebracht? Und ich hab's bezahlt? Eigentlich nicht, kann nicht sein. Der Robert hat ja gar nicht gewusst, wo es hin soll. Guck ich hier mal. Hier sind Deuka Schweinefutter 74.000 Liter drin. Das ist die maximale Ding. Missing Deuka Silo, das ist die Maximalbefüllung. Gut. So, hier ist Deuka Schweinefutter drin. Und Deuka Mineralfutter ist ja auch drin. Okay. Dann ist da hinten leer. Meine ich. Vielen Dank, zurzeit spiele ich mit 10 bis 20 FPS, das will ich mir an Weihnachten ändern. Hätte echt gedacht, dafür muss man schon ordentlich mehr vergleichen. Mit den Hardwarepreisen ist halt im Moment so ein bisschen, die sind ein bisschen höher als üblicherweise. Ich habe damals für das Geld halt schon einen PC bekommen, der jetzt nicht nur das allerbeste ist, aber schon definitiv obere Mittelklasse. Ist natürlich jetzt 4 Jahre später nicht mehr obere Mittelklasse, weil Hardware altert einfach ziemlich schnell. Aber ja, ne, wenn man eher so, ne, für LS spielen oder sonst irgendwas einen PC haben will, wo man halt nicht unbedingt nur mit 10 bis 20 FPS unterwegs ist, muss man jetzt nicht irgendwie mehrere tausend Euro in die Hand nehmen oder so. Gucke ich nochmal, ob hier wirklich nichts drin ist. Wie war das nochmal? Liefert ihr da mit eurem Deuka LKW auch das andere Schweinefutter von der Agravis oder muss ich das selber mit dem Anhänger holen? Können wir, glaube ich, auch liefern.
Ich weiß es gerade halt nicht, ob und was da eingetragen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Doch, eingetragen habe ich alles eigentlich. Also Heupellets gehen auf jeden Fall auch. Das weiß ich. Ja, und das Schweinefutter habe ich auch mit eingetragen. Okay, das ist jetzt hier dann doch tatsächlich auch das Mineralfutter drin. Dann muss ich das jetzt hier wieder rüberfahren, weil drüben ist es auch noch Mineralfutter drin. Dann habe ich da, glaube ich, angefangen, das von dort nach hier zu kippen und nicht zu Ende gemacht oder irgendwie so. Dann müssen wir jetzt hier wieder ein bisschen rumrangieren für den Moment. Wir haben es jetzt ja noch früh am Morgen, ne? Da kann man noch so Hofarbeiten machen. Und da seht ihr halt das Problem auch mit diesem Lade hier, ne? Das ist quasi völlig angewinkelt, weil da können wir nicht anwinkeln. Das heißt, wenn ich jetzt die Schaufel schön voll mache am Berg drauf mache, muss ich ja ganz vorsichtig fahren, weil sonst kullert mir das alles vorne über die Kante wieder rüber. Ich kann jetzt halt auch nicht so voll machen, wie ich sie voll machen könnte, wenn ich die da ganz komplett gerade einwinkeln würde. Bei dir klappt Bergisch Land nicht. Auch für dich gilt, dass du höchstwahrscheinlich nicht alle benötigten Mods hast. Du musst alle Mods mit in den Mod-Ordner tun. Und aktivieren natürlich, die dort gelistet sind und außerdem auch MySplus Forest Extension und MySplus ZDM Extension. Sonst läuft die Berge Land nicht. Und LS, der Landwirt, hat einen Vorführer nach Hause gebracht. Auch nicht schlecht, ein Vorführer. So, das dauert halt alles so ein bisschen, mit den kleinen Gebläsen ist alles halb so wild. Wir haben ja Geduld. Aber ich würde das dann schon mal vormerken. Ich weiß gar nicht, wie viel sollte man da bestellen. Ist wahrscheinlich auch gar nicht so günstig. Wir haben nicht so wahnsinnig viel Geld, aber ich denke mal so 20.000 Liter sollte man schon mindestens bestellen. Ne? Ah, da kannst du auch voll machen auf 30. Jetzt sind wir wahrscheinlich ziemlich im Minus, aber gucken wir mal. Woher der Lader ist, das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Ich meine, der ist in dem Polish Pack drin, das im Contest dabei war, wo die ganzen Zetor-Ursus drin sind. Weil der andere ist ja, ne, der richtige Telelader ist ja der aus dem Modern Classics DLC. Es ist nicht der hier. Keine Reaktion, okay, dann scheine ich recht zu haben. Ja, ich meine auch, der ist. Ja, ich bin auch so der gleichen Meinung, also alles gut. Gerade weil du gesagt hattest vorhin, Hinterradlenkung und die Schaufel lässt sich nicht so weit anwickeln, das kam mir sehr bekannt vor. Muss man irgendwas eintragen, dass die Zeit auf Tremor ist, oder steckt ein Mod dahinter? Da steckt der Fine Timescale Adjustment Mod dahinter, der übrigerweise auch von mir ist. Und den es natürlich auch im Mod gibt. Ha! Ich habe gerade was gesehen, habt ihr das auch gesehen? Schaut, jetzt haben wir 7300 Liter drin. Jetzt fahren wir das hier rüber. So. Kippen das hier ab. Ui. Fahren dann wieder hier auf die andere Seite. Norman, servus. Sesh, servus. Und dann fahren wir hier hin. Und dann fahren wir hier drunter und dann haben wir, das ratet ihr, wie viele Liter haben wir jetzt hier drin? 11.287. Ne, wieder 88.000, 8.800. Oh, wie meine Kilobitrate. Die beiden Storages sind miteinander verlinkt. Ja, das heißt, es bringt nichts. Gehören. Ja, da kann man ja, glaube ich, so ein Storage Radius oder sowas in die XML angeben, meine ich. Und es ist wohl dann nah genug beieinander. Ja gut, dann eventuell mal verkleinern. Das heißt, ich brauche das jetzt nicht von dem Silo in das Silo rüberkippen. Das ist quasi dasselbe, also kann ich das so lassen, wie es ist. Ja, genau, Storage Range. Und dann müssen wir halt gucken, wenn dann nachher
der LKW kommt, ob der überhaupt hier nach da hinten rangiert schafft, dass wir das da hinten reinkippen können. So, ja, dann ist das jetzt hier mal, so viel mehr können wir die Schweine dann im Moment nicht versorgen, bis wir eine Lieferung bekommen. Wobei wir ja noch das Thema haben mit dem Stroh. Wir haben ja hier den Seasons, den geänderten Seasons, darauf, dass Mist und Gülle kommt. Das heißt, wir können auch Stroh einstreuen. Zumindest bei den Kühen könnte man Stroh reintun. Da habe ich das ja so gemacht, dass die Strohplane dann in den Liegeboxen erscheinen. Und bei den in der Kälberburg. Ist also auch nicht unrealistisch, dass wir da Stroh reintun. Übrigens, für alle, die den Stream gestern verpasst haben, auf dem Farming Agency Kanal könnt ihr den nachgucken, ist 7,5 Stunden lang oder sowas. Und da haben wir unter anderem einige Luzerne-Silo-Ballen gemacht, also damit hier wirklich, also da haben wir eine ganze Menge. Ich weiß nicht, wie wir die alle. Also der Ertrag von Luzerne war gut. 7 Stunden und 51 Minuten. Die 9 Minuten hätten wir auch noch machen können. Du wolltest abhauen, du warst weg, du bist schuld. So. Ja, und ein paar Grasballen haben wir dann auch nochmal gemacht, aber wir haben also Grassilage, sind wir jetzt gut eingedeckt. Fürs Erste, wir haben hier noch ein bisschen was. Das werde ich jetzt auch demnächst aufdecken, wenn wir hier, ja doch, können wir aufdecken, weil der letzte vorher vom letzten Jahr ist weg. Also können wir hier aufdecken, ja, hier ist Grassilage drin, mache ich hier direkt mal auf für nächstes Mal. Also falls ich mein Replay hochladen sollte und sich die Leute gerade fragen, was ich mit einem blöden Mähdrescher an einem Luzernefeld mache, Vermehrung. Also wir machen Luzerne-Samen-Vermehrung und ich hoffe, das funktioniert auch alles so, wie wir es gedacht haben. Wäre schön. Ich weiß nicht, warum meine Feldspritze nicht mehr spritzt, aber ist klar, Teilbreitenschalter funktioniert dann halt nicht da, wo man schon mal war, im Automodus. Julia Varas, servus und Grüße zurück nach Österreich. Der Lanz ist wieder da. Wie habt ihr das geändert? Das kann ich dir tatsächlich gar nicht sagen, weil ich das noch nie gemacht habe. Was den Seasons ändern? Mit ja, Sturm, mit Gülle Mist, da genau. Gibt's im MyStus-Discord unter Useful Stuff gibt's da eine Anleitung. Das ist eine Zeile ändern. Das hat der Ekzi da hochgeladen. Excel. Ich wurde gestern via PN korrigiert. Ich sage so, immer Ekzi, aber Excel. Excel, okay. Jetzt mir eine Lautschrift. Excel! Das ist so Action-Film. Ja, genau. Ja, also bei MyStus-Discord unter Useful Stuff, da gibt es die Anleitung dazu, wie das geht. Rein, das sollte ein bisschen lauter sein. Okay, das kriegen wir hin. Das ist kein Das Thema. Wünschst du dir nicht, weil wenn er seinen Verstärker wieder anmacht, dann ist er wieder gleich ganz laut. Verstärker ist die ganze Zeit an. Okay. Ja gut, dann wünschst du es dir doch. In der Regel ist es immer der Verstärker, der... Also es geht noch was, ja, aber... Welche Map... Ja, also habe ich das nicht im Titel und im Thumbnail stehen? Weiß ich gar nicht, habe ich es vergessen. Steht drin. Das ist faszinierend, ey. Du kannst dich jetzt wohl diese Feldhof gar nicht, obwohl das Feld voll ist. Peter sagt, der Hof ist echt schön. Ja, dann muss ich wissen. Was ist das für ein Teleskoplader? Ein Gelder. Ja. Wann bist du hier nochmal rein geplatzt? Muss gerade gucken. Ah, du bist zu quasi drei Dings nach dem Link. Ah ne, der Link war auf der Times gelinkt. Jedenfalls der Hoflader ist in dem Polish Pack vom Francesco mit drin. Sam, du stehst auf kernige Sounds, kann das sein? Warum? Dein Mähdrescher hier, der ist Heidenei. Der war ich habe so. Da nichts da, da, ja, gemacht. Genau, also da bin ich unschuldig tatsächlich. Was ist jetzt los? Bei mir geht mein auch nichts mehr. Ich hab gesagt, mein Schlepper fährt nicht mehr. Ja gut, dann hat sich das selber aufgehängt. Kann mal jemand nehmen, wir können auch nicht mehr speichern, nehme ich an. Habe ich gerade gedrückt, aber ich weiß nicht, ob es was bringt. Also bei mir hat er gespeichert, zumindest wenn ich ihn gedrückt habe. Bei mir funktioniert noch alles. Ha. Okay. Der Server ist auch noch online, laut Benutzeroberfläche. Ich mach mal meinen Drescher aus. Also ich kann meinen Drescher ausmachen, aber ich kann nicht mehr lenken und gar nichts. Ja, ich kann auch. Ich habe noch hier Bewegungen noch von.
Ich kann, auch noch aussteigen und so. Und rumlaufen kann ich auch. An- und ausmachen. Ja, ich kann nur nicht mehr fahren. Und FPS habe ich 40. Hm. 50 fast, je nachdem, wo ich hingucke. Ja gut, wenn ich zum Hof gucke, dann das nicht. Das ist natürlich jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig. Ich auch noch nie. Haben wir im Links in der Serverlog Fehler? Nee. Hast du Server? Ja, Server. Client-Log ist nämlich fehlerfrei und wenn halt die Fahrzeuge sich nicht mehr bewegen, aber man sich selber noch bewegen kann, ist eigentlich meistens, dass es sich serverseitig irgendwas aufgehängt hat. Ich krieg gar keine angezeigt. Doch, jetzt. Nö. Sharing Violation on File Profile Text Log, ne, das ist von 1845. Ja, ist er jetzt. Profile Log Text perhaps open in another program. Login Use Erntehelfer. Ha. Huh. Ich meine, man könnte mal versuchen, dass wir alle rundhüpfen und jemand neu joint und guckt, ob es dann wieder geht, aber ich vermute fast, dass wir den Server neu starten müssen. Matthias Hofer, nee, da muss man dann nicht, da muss man kein neues Savegame für anfangen, das geht so. Also ich bin jetzt mal runtergehüpft vom Server. Richtig, kein neues Savegame. Du bist gespannt, was Daggerwin Survival Roleplay technisch macht. Ich habe aufgehört, das Survival Roleplay von Daggerwin zu gucken, schon ziemlich lange tatsächlich. Irgendwie so ein bisschen, itchy. Ich hab fast die Befürchtung, dass das irgendwas mit dem Mähdrescher hier zu tun hat. Ich würde gerne stand was drin, ja. Okay, ich versuch mal gerade was anderes. Peter, ich hab nicht die Nvidia-Settings an. Nein, ich habe das Problem, dass ich, seitdem ich den Grafiktreiber aktualisiert habe, DLS nicht mehr erkannt wird von Nvidia-Dings. Und ich habe mich jetzt noch nicht damit beschäftigt, wie man das wieder hinbekommt. Also habe ich keine Nvidia-Settings mehr. Ganz traurig, keine Nvidia-Settings mehr. Ja, es muss am Mähdrescher liegen. Ich kann den Mähdrescher auch nicht verkaufen und gar nichts. Ich kann ihn zwar starten, aber dann, okay. Ich gehe auch vom Server mal runter. Ja, bist du sicher, dass du stumme Multiplayer-Luzerne gedroschen hast? Also liegt das an dem Mähdrescher oder liegt das generell an Luzerne-Droschen? Weiß ich nicht, was soll da anders sein als am Ackergras? Weiß ich nicht. Sag mal, nee, ich habe nicht den Server kaputt gemacht. Alien hat den Server kaputt gemacht. Immer ich. den Teleskop-Leiter gibt es zum Download und zwar ist der Polish-Pack dabei. Nvidia Settings Alt F3. Ich glaube, der Teleskop. Gut zielen beim Drücken, wenn man das in-game macht. Ja. Ich glaube, der Teleskopladen ist der neue Kamuhoro-Stahl. Server neu starten oder? Ich denke, besser ist, wenn wir das gleich machen, weil ich vermute fast, dass, weil wie gesagt, es ist dann in der Regel Serverseite, wenn es bei allen gleichzeitig und kein.